So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Everett für Anker Medien und entschuldigt die Lichtverhältnisse ein bisschen, aber da ich im Grunde alle Videos an einem Stück, an einem Tag aufnehme, habe ich jetzt nach 4 oder 5 Videos einfach ein bisschen, die Augen wollen einfach sich nicht mehr reinleuchten lassen und das heißt, ich musste die Lampe, das Ringlicht leider ausschalten. Das heißt, der Grund, warum ich jetzt auf der einen Seite wieder mal so schön dunkel bin, ist, einfach nur, weil meine Augen langsam ein bisschen gestresst sind davon, dass ich gerade 3-4 Stunden lang ein fucking Ringlicht reingeleuchtet habe. Nicht die beste Sache, okay. Aber obwohl sozusagen mein Gesicht, meine Mimik das jetzt nicht so hergibt oder zumindest die Beleuchtung das nicht so hergibt, möchte ich über ein optimistisches Thema tatsächlich reden. Der Anlass ist nicht optimistisch, aber das Thema an sich wird optimistischer. Ich möchte ein bisschen euch erklären, warum ich persönlich einen relativ positiven Blick auf die Welt habe. So, und wir fangen dann am besten erstmal an mit einem Video-Link oder was auch immer, die mir ein Zuschauer geschickt hat über EU-Vorschläge, was Gesetze angeht, die noch nicht durchgesetzt wurden, aber wahrscheinlich demnächst durchgesetzt werden können. Und er hat mir dort ein Video geschickt. Ich muss mal kurz gucken, wie der Typ überhaupt heißt. Ich weiß es gerade nicht. Dirk Müller. Ach, Dirk Müller war es. Schön. Also Dirk Müller. Ich werde euch das Video auch als erstes in der Beschreibung verlinken. Es ist ein sehr wichtiger, sag ich mal, ein sehr wichtiges Video auch. Und ihr solltet es euch auf jeden Fall angucken, weil es wichtig ist, darauf aufmerksam zu werden. Es hat wesentlich mehr Views, als ich hier habe. Das heißt, die meisten von euch dürften es schon gesehen haben oder so viel mehr bringt es nämlich auch. Aber es ist ein wichtiges Video. Also schaut euch das Video von Dirk Müller an. Es geht um den ganzen Facebook, die ganze Facebook-Geschichte und wie die EU im Grunde oder Deutschland und die EU die Facebook-Geschichte nutzen werden, um Gesetzgebung, die negativ, die dystopisch, teilweise totalitär ist, zu verabschieden, um im Grunde euch zu einem gewissen Grad noch mehr einem Überwachungsstaat und einer etwas dystopischen Gesellschaft zu unterwerfen. Ich werde kurz jetzt im Folgenden seine Argumente, seine Aussagen zusammenfassen und ich werde kurz darauf eingehen, was er dort gesagt hat. Und danach werde ich euch erklären, warum ich selber optimistisch bin. Und mir ist gerade eingefallen, demnächst werde ich euch nochmal ein Video machen, wo ich euch vielleicht erklären kann, wo ihr von YouTube aus sozusagen ab einem bestimmten Zeitpunkt teilen könnt, weil ich mache immer ein relativ langes Intro, was nicht immer mit dem Thema zu tun hat und wenn es dann wirklich anfängt, dann könnt ihr ab einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen auch das Video nur teilen. Das ist bei dem Share-Platt, ich zeige es euch später. Okay, also, der Punkt ist, dass Facebook gibt Daten weiter an Drittanbieter, damit die verarbeiten können, verkauft die im Grunde. Dirk Müller meint, das wussten wir schon lange und ich meine, ja, das wussten wir tatsächlich schon lange. Also, da stimme ich mit ihm überein. Das wussten wir alle schon lange, das ist jetzt keine große Neuigkeit, dass Facebook Daten weiterverkauft. Jetzt kam der Vorschlag, dass niemand mehr Daten weitergeben darf. Und was Dirk Müller meint und was auch richtig ist, ist, dass das vielleicht Leuten wie Facebook oder YouTube mehr in die Hände spielen würde, weil die einzigen sind, die Kraft haben, die Rechenleistung haben, um intern ihre Daten selber zu verarbeiten. Weil selber dürfen sie dann noch verarbeiten. Sie würden sie dann selber verarbeiten und einfach die verarbeiteten Daten indirekt weiterverkaufen, indem sie Werbeanbietern sagen, wenn ihr bestimmte Gruppen ansprechen wollt, gebt uns eure Werbung und wir schicken es den Gruppen. Es ändert für die im Grunde nicht viel an dem Spiel. Aber es würde dafür sorgen, dass viele kleinere Unternehmen, die nicht die Kraft haben, die Daten selber weiter zu verarbeiten, nicht mehr in der Lage wären, das zu tun. So generell, und er weist auch darauf hin, dass seine Website keine Daten weitergibt. Entschuldigung, mein Kopf ist gerade ein bisschen. Okay. Keine Daten weitergibt. Generell klingt das natürlich nicht so geil, aber das Geschäftsmodell vieler kleinerer Websites beruht halt teilweise auch darauf, die Daten ihrer Nutzer zu verkaufen. Ich finde das ein ziemlich schlechtes Geschäftsmodell und deswegen bin ich nicht mal, das spielt in Optimismus mit rein, ich bin nicht mal so traurig, wenn das stirbt. Aber hier ist das Ding, wie gesagt, Startups können die Daten nicht selber verarbeiten, Facebook kann es. Facebook wird diese Daten verarbeiten und wird Werbeanbietern im Grunde sagen, dann verkauft uns eure Werbung. Und wir geben sie an die Leute, die ihr damit erreichen wollt, weil wir eure Daten weiterhin verarbeiten dürfen. Das heißt, das, was Cambridge Analytica gemacht hat und was darunter auch Obama schon gemacht hat davor, der hat genau das gleiche gemacht wie Cambridge Analytica, exakt genau das gleiche, seine Kampagne, was die gemacht haben, das würde Facebook jetzt einfach für sie übernehmen und es ihnen dann sozusagen verkaufen.
Was Dirk Müller auch noch sagt, ist, das Ganze schon auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos angesprochen würde und dass es dort nicht von den Regierungen, sondern von großen Firmen angesprochen wird, dass Google und Facebook auf die Staaten zugegangen sind und gesagt haben, hey, warum macht ihr das nicht? Macht das doch mal. Und dann hatten sie noch einen anderen Vorschlag, und zwar, dass die Bürger ihre Daten wieder selber bekommen sollen, ja? Die Bürger, wir sind ganz liebe, wir haben natürlich nur das beste Interesse der Bürger im Sinn, sagt Facebook, weil Politiker würden ihnen das glauben. Wir haben natürlich nur das beste Interesse eurer Bürger im Sinn. Deswegen sollen eure Bürger die Daten wieder selber bekommen, Datenhoheit bekommen. Klingt schön, oder? Naja, niemand darf auf die Daten zugreifen, es sei denn, sie erlauben es freiwillig. Aber das Ding ist, dass, well, du musst die Sachen bei den vielen Web-Services freiwillig erlauben. Ich meine, wie viele Services haben jetzt in letzter Zeit gesagt, ja, stimm dieser Weiterverarbeitung deiner Daten zu oder du kannst unseren Service nicht mehr benutzen, weil wir davon abhängen, dass wir diese Daten weiterverarbeiten dürfen. Und ich so, ja, entweder kann ich den Service nicht mehr benutzen oder ich kann da zustimmen. Ich finde es ganz okay, weil ich lieber Services benutzen würde, die keine Daten von mir verarbeiten, aber gewisse Services brauchen Daten von mir, um so gut zu funktionieren, wie sie können. Na gut. Der Hauptpunkt kam aber danach. Der Krux der ganzen Argumentation auch von Dirk Müller kam danach, wo er sagte, dass die Firmen im Grunde auf die Regierung zugegangen sind und dann gesagt haben, aber wir können doch was anderes für euch machen. Wir können nicht nur, wir geben gerne die Daten an die Bürger zurück, aber wir haben noch eine andere Sache, die wir für euch machen können. Wir können Sicherheit für euch übernehmen. Dirk Müller spricht da von einer Privatisierung der Sicherheit, was, darauf werden wir auch später wieder zurückkommen. Wo sie einfach sagen, ja, keine Ahnung, zum Beispiel am Flughafen, Einreisekontrolle, sollen, weißt du, machen wir eine künstliche Intelligenz hin? Und diese künstliche Intelligenz ist sehr stark. Die kann dann innerhalb von 150 Likes deinen Charakter besser bestimmen, als deine Frau oder dein Lebenspartner es kann. Wozu ich sagen würde, liked einfach allen möglichen random Shit, den ihr absolut überhaupt nicht liked auf Facebook, nur um diese Wichser zu verwirren. Das ist, was ich mache. Ich gehe fast nie auf Facebook. Und wenn ich auf Facebook gehe, like ich einfach all das Zeug, was ich nicht like, und like nicht das Zeug, was ich like. Weil Facebook ein crap Website ist und ja, auf YouTube like ich die Sachen, die ich mag, tatsächlich doch noch, aber auf Facebook einfach nur, um mit der AI da ein bisschen zu fucken, mache ich so rum. Einfach verwirrt sie, mach es, tut es, like, what the fuck. Aber innerhalb von 150 Likes können sie deinen Charakter im Grunde bestimmen, vorausgesetzt die Likes sind ehrlich. Und sie können dich daran analysieren. Dann sagen sie, okay, also wenn du an den Flughafen gehst und dieser AI dann am Flughafen an dem einen Schalter Zugang zu deinem Facebook-Account gibst, dann analysiert diese künstliche Intelligenz deine Facebook-Daten und bestimmt, ob du ein Gefährder bist oder nicht. Und wenn du kein Gefährder bist, dann darfst du rein. Und wenn du einer bist, dann wirst du entweder am Flughafen festgenommen oder wirst festgehalten. Das klingt ziemlich dystopisch, weil es ziemlich dystopisch ist, ehrlich gesagt. Und ehrlich gesagt würde unter Gefährder an der Stelle für viele Staaten auch einfach Wrong Think fallen, dass die Leute einfach das Falsche denken. Wie zum Beispiel in England. In England Leute, die sagen, der Islam ist nicht gut für Europa, die werden Wrong Think, das sind Gefährder, die können wir nicht, Terroristen. Leute, die sagen, Allahu Akbar und lasst uns ganz viele Ungläubige töten, Allah muss die Weltherrschaft übernehmen und es ist legitim, kleine englische Mädchen zu vergewaltigen, weil sie Christinnen sind. Ah, totally keine Gefährder, die können wir wieder reinlassen. Zurückkommen die ISIS-Kämpfer, ja, die können rein. Aber Lauren Southern, diese Frau, die sagt, dass Islam auch negative sein hat, nein, nein, die kann nicht rein, die können wir nicht zulassen. Also, ja, fucking dämliche Scheiße. Das wird passieren, aber das liegt eher daran, dass Staaten totalitäre Vollidioten sind. Zu einem gewissen Grad kann es heute auch schon passieren. Sagen wir mal, wenn du heutzutage die Identitären likest, oder vielleicht sogar, wenn du eins von meinen Videos likest, aber lasst euch dadurch nicht abhalten. Wir sind die Resistance. Hashtag Resist gegen die EU. Vielleicht soll ich meine Videos in Zukunft mit Hashtag Resist versehen. Einfach nur, um zu zeigen, dass die Resist-Bewegung eine ANCAP-Bewegung gegen die Unterdrückung der europäischen Völker durch den europäischen Superstaat, die EU-DSSR, ist. Obviously ist es das. Nichts anderes könnte es sein. Und dann werden in Zukunft alle möglichen Superfeministen am Flughafen festgehalten. Oh, wow, wow. Sie haben Hashtag Resist gepostet. Sind sie ein radikaler Nazi? It's like,
was? Nein, bin ich nicht. Und Slack, wow, wir gucken uns ihre Sprachnutzung so an. Sie klingt schon wie ein Nazi. Zensiert das, zensiert den, vergast ihn, vergast das, zackt dem seine Eier ab. Let's be honest. Feministen und, also Radikale. Die marxistisch-feministische, sag ich mal, die marxistisch-feministischen radikalen Elemente klingen sehr nah an den totalitären Ideologien der DDR und der UdSSR, nicht EU-DSSR, der UdSSR. Ist immer der Nazi-Vergleich so schön, weil das ist, womit in Deutschland immer um sich gehauen wird, ist die Nazi-Keule sozusagen, aber ist es wahrscheinlich weniger nah dran, als was Orwell beschrieben hat. Naja, was soll's aber. Anyway, also die Sicherheitsüberprüfungen an Flughäfen könnten von Facebook übernommen werden und Regierungen könnten denen sagen, wenn sie eine bestimmte Sache, eine bestimmte Seite liken, dürfen sie hier nicht mehr rein. Klingt scheiße, ist scheiße, aber hier, und hier kommen wir jetzt endlich an einen Bereich, wo ich persönlich optimistisch werde. Das heißt, wenn ihr sozusagen zu dem optimistischen Teil verlinken wollen, sagt ihr einfach, teilt ihr es einfach ab 10 Minuten, 50 Sekunden oder was auch immer. Also, Menschen passen sich an. Der freie Markt passt sich an. Wenn der freie Markt verboten wird, gibt es einen schwarzen Markt. Das heißt, der Markt findet einen Weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, die das Gesetz befolgen werden, weil es das Gesetz ist, obwohl sie es nicht befolgen, also nicht die gleiche Handlungsweise vornehmen würden, wenn es nicht das Gesetz wäre. Zum Beispiel unter Konservativen ist das häufiger, dass zum Beispiel, wenn Alkohol verboten wäre, würden bestimmte Leute einfach kein Bier mehr trinken, weil es verboten ist. Aber viele andere würden halt dann einfach illegal sich Bier beschaffen sozusagen oder illegal sich alkoholische Getränke beschaffen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und ein Teil des verbotenen Marktes geht in einen Schwarzmarkt über. Und der wird dann einfach unkontrollierbar. Und Menschen passen sich an. Wie gesagt, das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel beim Artikel 13, auch wenn ich Artikel 13 nicht mag, und auch wenn ich glaube, es ist ein wirklich erschreckendes, potenziell totalitäres, schreckliches Gesetz ist, es ist trotzdem etwas, wo ich sagen muss, naja, so, am Endeffekt wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, wie viele im Moment sagen. Und das ist kein Aufruf, nichts zu machen, das ist einfach nur eine Aussage, dass wahrscheinlich es nicht so schlimm sein wird, weil Menschen sich daran anpassen werden und sie die gleiche Sache, die sie vorher gemacht haben, nur mit etwas weniger Freiheit auch weiterhin machen werden. Und genauso wird es mit so einer Gesetzgebung. Wenn Leute erfahren, dass ihr Facebook-Account gescannt werden kann am Flughafen, dann werden sie wahrscheinlich auf ihrem Facebook-Account einfach nichts mehr Kontroverses posten oder liken. Dann werden sie auf anonyme Messageboards gehen, außer du wohnst in England, wo du inzwischen einen Ausweis oder eine Lizenz brauchst, um Porn zu schauen. Über England machen wir auch gleich noch ein Video. England ist gerade komplett für den Arsch. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Aber außer du bist England, wie gesagt, wenn du nicht gerade England bist, dann wirst du eine Ausweichhandlung suchen, wirst du auf 4chan gehen und da einfach Shit posten und nicht mehr auf Facebook Shit posten. Dann wirst du auf Facebook das im Grunde machen, als wäre es dein Curriculum Vitae. Als wäre es dein Lebenslauf, als wäre es wichtig, als würden andere Leute sich das später nochmal angucken, weil sie es tun. Also wirst du ein gepflegtes Bild von dir geben, wirst keine Saufbilder mehr posten, wirst keine Party-Sachen mehr liken, sondern wirst einfach nur sagen, ich habe dann und dann diesen Job angefangen. Ich war mit diesem Job sehr glücklich. Nein, sagst du, wenn du den Job abgebrochen hast, mein Arbeitgeber und ich haben uns dazu verständigt, dass wir jetzt nicht mehr gemeinsam Geschäfte machen, weil, keine Ahnung, ich ein besseres Angebot gefunden habe. Und was auch immer. Einfach nur so, als könntest du deinen Facebook-Timeline im Grunde als eine Bewerbung reinhändigen, als einen neuen Lebenslauf reinhändigen. So werden sich die Leute dann verhalten, so werden sie sich verändern. Wenn Facebook am Flughafen überprüft wird, dann werden die Leute einfach nichts mehr liken oder nur noch das liken, was sie liken müssen, um durch den Flughafencheck durchzukommen. Werden auf andere Plattformen ausweichen, um sozusagen ihre dunkle Seite rauszulassen. Das heißt, der Grund, warum ich glaube, dass das Ganze nicht so schlimm ist, wie es oftmals dargestellt wird, warum es nicht so totalitär ist, wie es oftmals dargestellt wird, ist ganz einfach, dass ich glaube, dass Menschen sich anpassen können und sich anpassen werden. Ich bin optimistisch. Und ich glaube langfristig, und darauf werde ich vielleicht in einem anderen Video nochmal genauer eingehen, langfristig werden die Menschen ganz einfach die folgende Sache machen. Langfristig werden sie einfach sagen, okay, wir machen Data Siloing, heißt das, also sozusagen ein Datensilo. Ihr wisst, was ein Silo ist, das sind diese Dinger für die Landwirtschaft, wo zum Beispiel Korn drin gehört, diese großen Röhren, wo Korn zum Beispiel drin gespeichert wird. Ich bin mir nicht genau sicher, ob es auch auf Deutsch Silo heißt, ich glaube schon. Zumindest habe ich es bisher nur unter dem Begriff gehört. Aber im Grunde wird es ein Datensilo geben für jede Sorte Daten. Das heißt, du wirst einfach sagen, okay,
Meine Daten wegen sexueller Präferenzen sind nur für die Pornseiten zugänglich. Meine Daten wegen Jobsachen sind nur für meine Bewerbungs-App und für Facebook zugänglich. Meine privaten Fotos sind nur für meine Freunde und für die Plattform Instagram vielleicht zugänglich. Meine Videodaten und mein, sag ich mal, mein das, was ich so mache, ist nur für meinen YouTube-Account. Wisst ihr, was ich meine? Die Daten darüber, wann ich morgens aufwache, sind nur für meine Kaffeemaschine zugänglich, weil die dann weiß, wann sie mir meinen Kaffee machen muss automatisch, sodass, wenn ich aufgestanden bin, ich runter in die Küche gehen kann, mir einen Kaffee schütten kann und trinken kann. Und das ist jetzt mal kein Witz, es gibt ja diese Smart Home Sachen, die im Grunde so ein bisschen auf den Wecker gestellt werden können und die zum gewissen Zeitraum, die vielleicht sogar in der Zukunft spüren können, wann du aufwachst und dann sozusagen dein Kühlschrank automatisch ein Brötchen in den Ofen macht und deine Kaffeemaschine automatisch anfängt Kaffee zu brauen, wenn du anfängst aufzuwachen, sodass, sobald du dich angezogen hast und im Wohnzimmer oder in der Küche ankommst, dein Frühstück im Grunde schon fertig dasteht. Potenziell möglich, ich weiß nicht, ob es wirklich so krass sein wird, aber potenziell ist das möglich. Das ist eine geile Sache eigentlich, ehrlich gesagt, ist eine geile Sache. Aber die Daten, die diese Maschinen benötigen über deinen Schlafrhythmus, sollte Facebook wahrscheinlich nicht bekommen. Facebook sollte wahrscheinlich nicht wissen, wann du aufwachst am Morgen und wann du einschläfst am Abend, weil die nicht vertrauenswürdig sind, was diese Daten angeht. Die Daten darüber, was in deinem Kühlschrank ist, sollte Facebook einen scheißen feuchten Dreck angehen. Im Grunde, was man machen muss wahrscheinlich in Zukunft, ist man sozusagen, dass man Kreise der sozusagen Privatsphäre errichtet, wo in diesem Kreis sind diese künstlichen Intelligenzen und Maschinen und vielleicht Apps und Webseiten, die Zugang dazu haben, die im Grunde bestimmte Aufgaben innerhalb dieses Kreises für mich erfüllen. In diesem Kreis, wo ich und meine Frau oder mein Mann oder wer auch immer mit interagieren oder mein Lebenspartner mit interagieren, innerhalb dessen wir interagieren. Weil ich meine, wenn ihr einen Lebenspartner habt, habt ihr auch nicht so viel Privatsphäre. Ich meine, wahrscheinlich haben sie euch nackt gesehen in den meisten Fällen. Das heißt, Privatsphäre ist nicht immer so, was das angeht, ne? Das heißt, in dem Kreis, keine Ahnung, meine Kaffeemaschine weiß, wann wir morgens aufwachen, mein Auto weiß, wenn ich durch die Garagentür gehe, sodass es automatisch die Tür für mich aufmacht und den Motor anlässt. Irgendwie sowas. Oder die Garagentür auf. So ein Zeug halt. Mein Fernseher weiß, wann mein Auto in die Einfahrt gefahren kommt und wann ich reinkomme, damit er sich automatisch anschaltet und mir die neuesten Videos von Stix Hexner oder Stefan Molyneux zeigt. Mein Ofen weiß, wann ich von der Arbeit heimfahre, dass es eine Pizza reinschieben kann automatisch, sodass ich essen kann, wenn ich ankomme. So ein Zeug halt, ja? Das sind coole Sachen. Das sind coole Sachen, die wir in der Zukunft haben könnten und die wir eventuell haben werden, aber wo nicht alle Sachen, nicht alle Apps, die wir haben, diese Informationen haben müssen, sondern nur die sie tatsächlich benutzen muss. Und es klingt für euch vielleicht dystopisch, aber erinnert euch dran, Menschen passen sich an. Menschen sorgen dafür, dass ihre Daten nur sozusagen wahrscheinlich, wenn ihnen Privatsphäre wichtig ist, werden sie dafür sorgen, dass ihre Daten nur von den Leuten, die sie wirklich, wirklich brauchen, benutzt werden können. Und das heißt, Facebook wird dann keinen Zugang zu deinen Daten, was Aufwachzeit, wann du aufs Klo gehst und so ein Zeug angeht, bekommen. Es sagt, nein, das geht euch nichts an, fuck you. Das heißt, es wird eine saubere Trennung nach Daten im Grunde geben, vielleicht in Zukunft. Na gut, das ist alles, was ich für jetzt zu sagen habe. Ich werde wahrscheinlich zu diesem Thema, vielleicht nächste Woche oder was auch immer, nochmal ein Video machen. Einfach nur nochmal um die pur optimistische Seite oder sozusagen die Zukunft und Privatsphäre, um darüber nochmal zu reden. Aber ich bin optimistisch tatsächlich, weil ich glaube, Menschen können sich anpassen. Es braucht Arbeit, es braucht Mühe. Wir alle sollten unseren Beitrag leisten. Oh, schön. Wir alle sollten unseren Beitrag leisten, damit auch freie Videoplattformen, freiheitliche Plattformen mehr Zuschauer bekommen und so weiter. Aber im Endeffekt bin ich mir sicher, dass egal, also nicht egal wie, aber dass viele dieser drakonischen Maßnahmen, die im Moment ergriffen werden, absolut stupid sind und dass Leute einen Weg drumherum finden werden, um die schlimmsten Exzesse. Was nicht heißt, dass unsere Freiheit nicht bedroht ist. Die Freiheit ist weiterhin bedroht und wir müssen aufpassen, dass die Regierung sozusagen nicht unsere Freiheit einschränken, dass sie nicht Gesetze erschaffen, die sozusagen Innovationen unmöglich machen.
Okay, das war's dann jetzt aber. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, dann teilt es bitte. Das hilft mir unglaublich aus. Und die Informationen, die man hier in diesem Bild sieht, dürft ihr auch gerne mit allen relevanten Zuschauern teilen. Das ist kein Problem. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Mein Name ist Bernhard Everett für Anker Medien und ich sag Peace out.